Top 4 2015. Eine Neuerfahrung für Richard Freudenberg, der letztes Jahr beim JBL Top 4 dabei war. Nach der Niederlage letztes Jahr im Halbfinale und dem Sieg dieses Jahr. Wie viel Wiedergutmachung ist dabei für dich persönlich? So viel Wiedergutmachung, wie ich mir gar nicht vorstellen kann. Also nachdem wir letztes Jahr so unnötig in Overtime verloren haben mit JBL und jetzt hier erst den Erzrivalen von den Profis sozusagen rauszukicken und dann im Finale gegen Frankfurt im letzten Viertel zu entscheiden, ist einfach nur noch unglaublich. Wie viel hattest du dir persönlich vor dem heutigen Spiel vorgenommen, zumal man ja nicht vergessen darf, dass du gestern so ein bisschen deine Schwierigkeiten hattest? Ja, ich hatte gestern, mein Wurf ist gestern nicht so gut gefallen und ich habe mir halt vorgenommen, meinen Rhythmus früh im Spiel schon zu finden mit Penetration zum Korb, Freiwürfen und ich glaube, dass das ganz gut geklappt hat. Heute am Ende dann 24 Punkte auf dem Konto, ganz wichtiger Anteil dann für das 69-59 am Ende. Was hat es für euch als Mannschaft rumgerissen, obwohl Frankfurt ja oftmals auch wieder dran war? Ja, Finals MVP und deutscher Meister! Und man dazu sagen muss, dass Kollege Basti Schmidt mit einem kaputten Fuß bzw. mit einem kaputten Knochen draußen war. Also es war natürlich, legt noch eine Schippe drauf auf den Sieg, dass Basti halt jetzt im Halbfinale unglücklich umgeknickt ist. Und wir es ohne ihn geschafft haben, man darf halt nicht vergessen, dass er trotzdem die ganze Saison hat er, glaube ich, kein einziges Spiel verpasst und waren eigentlich der Lenker und der Kopf von unserer Mannschaft. Und deswegen darf man jetzt nicht sagen, wir haben es ohne ihn gewonnen. Und jetzt habe ich die Frage nochmal vergessen. Das macht aber gar nichts. Letzte Frage und natürlich, ihr seid gerade erst Meister geworden, aber der Blick richtet sich natürlich nach vorne, so muss das dann natürlich sein. Als Jahrgang 98. Schon All-Star gewesen, jetzt Finals MVP, Meister. Was kommt da in den nächsten zwei Jahren noch? Wir versuchen es auf jeden Fall zu wiederholen. Also jetzt mit Marvin, Dejan und Bassi sind ja eben vier Leader, gehen aus dem NBA-Alter raus und wir versuchen es auch ohne die nochmal zu wiederholen. Besten Dank. Richard, feiert gut und kommt heil nach Hause.